halt nicht okay, wenn wir ein Thema haben. Du schnappst ihn dir direkt und erzählst ihm gleich die ganze Schose. Ich. Noch mehr Beef. Heute sehe ich echt billig aus. Die ist nicht doof. Und? Diese Moderatorin sagt, passt mal da. Mal gesehen, wie die ausschaut. Aber den Namen? Barbara Schöneberger. Fällt Katie heute. Das Erste, was sie tut, die anderen gegen Simone aufzuhetzen. Die offene Nominierung. Hat Katie dich gewählt? Ja. Hat mich auch etwas gewundert. Willkommen zu Tag 16 und 17 von Promi Big Brother. Katastrophe. Oh, ich merke meine Allergie. Alles in Ordnung? Allergisch. Ich reagiere ja sehr allergisch auf Lara Müller und andere Influencer. Im Stress. Ich habe gerade ein Posting gemacht für Instagram und bin ein bisschen im Stress. Die 2-3 Fotos am Tag machen und anderen die Kohle aus der Tasche ziehen. Du hast aber viele Allergien. Knoblauch, Bananen und Eier. Simone hat eine Eierallergie. Emmy würde in diesem Fall wirklich sterben. Simone hat sämtliche Unverträglichkeiten, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich kann es auch nicht essen, weil ich dagegen allergisch bin. Auch gegen Bananen. Ganz vielleicht hat Simone aber auch einfach nur eine Armutsunverträglichkeit. Katie Bam reagiert dagegen offensichtlich sehr allergisch auf Anstand und Respekt. Die essen ja hier alle wie die Weltmeister Toast mit Ketchup und Toast mit Nutella. Aber das ist alles überhaupt nicht meins, nee. Eine Sekunde. Hat Simone gerade gesagt, dass sie kein Toastbrot mit Nutella mag? Also sorry, das ist einfach ein unanständiger alter Mensch. Simone mag kein Toastbrot. Das wiederum erklärt natürlich, warum sie mit Misha und Emmy nicht so richtig warm wird. Ich war als junger Bursche Chefmessdiener in einer 10.000-Seelen-Pfarrei. Ja, sie glänzt mit Desinteresse. Sie sackt in sich zusammen, wenn es um irgendwelche Themen wie Glauben, Politik oder Sonstiges geht. Emmy glaubt doch allerdings nur an die Billigvariante von Dr. Mang aus Bratislava. Unter Horizonterweiterung versteht Emmy halt 450 Gramm pro Seite. Ich war tatsächlich mit meinen Gedanken bei meiner Schminke und bei meinen Klamotten. Religion, Glauben, das ist einfach nicht mein Gebiet. Sorry, aber erstens, Emmy hat ja schon mal in einem Kloster gelebt, im Gegensatz zu euch allen hier. Zweitens, die Sache mit dem Kreuz und dem Nageln findet sie eigentlich ganz spannend. Schon länger. Ihr müsst Rasen mähen. Ach, wenn man für Geld alles macht. Ohne Scheiß, nie im Leben schaffen wir das. Leute, ich weiß, es ist total schade und wir müssen stark sein. Simone kann sich leider nicht an der Gruppenarbeit beteiligen. Mit einer künstlichen Rasenallergie ist auch leider nicht zu spaßen. Und da war ich halt einfach mega glücklich und stolz drauf. Wir haben es als Gruppe geschafft. Wenn Katie über Gruppenarbeit redet, ist das genauso glaubwürdig wie Mishas Ansatz, dass wirklich hinter jedem operierten Dekolleté die ganz große Liebe steckt. Ich brauche Hilfe. Was von den beiden soll ich anziehen? Also ich würde das Schwarze mit den schwarzen Schuhen kombinieren mit der weißen Hose. Ja. Nicht so nude-mäßig. Er ist hautfarbig. Tja, also ich fände das Schwarze ganz schick. Werner nimmt natürlich schwarz, als er das letzte Mal zu einem Nude ja gesagt hat. Ah, endete das dramatisch. Und ich glaube, bei den Schwarzen ist auch der Absatz noch etwas höher. Ein Opi bewertet eine Frau und es geht einfach absolut nicht um Singen, wenn du dir nicht sicher bist, ob das noch Promi Big Brother ist oder schon DSDS. Werner zeigt auf, was am billigsten ist. Ohne darüber nachzudenken, setzt Emmy das so roboterartig um. Wir kennen das eigentlich nur von Kathi Hummels Moderation bei Kampf der Reality Stars. So, jetzt erklärt mir noch mal ganz kurz, wie das gestern zu der Eskalation hier kam. Sind nicht deine Kinder, Madame. Was hast du gerade zu mir gesagt? Was denkt sie denn, wer sie ist? Ich war halt genervt, weil da hättest du mich ja anders drauf ansprechen können, aber nicht mit, wir sind nicht deine Kinder, Madame. Und gestern hast du mich auch schon genervt, weil du alles immer, es geht den ganzen Tag nur ich. Wir. Weil es zwar Konfro gibt, es aber nicht so richtig ausartet und eskaliert. Erstens haben wir alle in dem Moment nicht verstanden, warum du ausgetickt bist und wenn du schon vorher von mir genervt warst. Ich bin mir nicht sicher, ob es alle nicht verstanden haben, aber vielleicht einige nicht verstanden haben. Es gab bestimmt auch welche, die das verstanden haben. Es haben vielleicht einige verstanden, ja, aber ja. Die hier, die im Kreis waren, haben es in dem Moment nicht verstanden. Ja. Katie? Von ihr kam keinerlei eine Entschuldigung oder so. Katie auch? Dieses Miststück von Vibe. Na, du siehst bestimmt nicht gut aus mit deinen Falten in der Fresse. Ich lieb's. Als ihr rüberkam, ja, hatte ich nicht den Eindruck, dass das Problem erledigt war. Hast du Sascha erzählt, als er rübergekommen ist? Ja. Ah ja. Ich find's halt nicht okay, wenn wir ein Thema haben und Sascha kommt hier rein und du schnappst ihn dir direkt am Eingang und erzählst ihm gleich die ganze Schose.
Leute, ich weiß, es ist hart. Wir müssen Katie auf jeden Fall bis zum Schluss im Wald lassen und einen Tag vorm Finale rausschmeißen. Glaubt mir, wir werden uns so darüber freuen, wie Nadel in wirklich jeder Bar über diesen Bierüberlaufschutz, wenn der Kellner gerade mal ums Eck ist. Simone ist ausgeflippt. Sie ist explodiert wie eine Bombe. Du kannst fragen, Kathy, ich schwöre dir, Dennis wollte sie auf mich losgehen. Wie auf dich losgehen? Nein. Ich fand das nur wirklich sehr unverschämt, dass das Erste, was sie tut, sobald sie hier reinkommt, ist, die anderen sozusagen gegen Simone aufzuhetzen, weil dieses Gehetz, ich stand daneben, ich war so entsetzt. Endlich spricht das mal jemand an. Ehrlich gesagt haben wir alle darauf gewartet, wie Emmy auf ihre nächste Beauty-OP. Dass jetzt ausgerechnet Emmy diejenige ist, die das hier anspricht, Respekt. Du wärst mega aggressiv gewesen. Wer, ich? Ja. Das ist unfassbar. Meinst du, sie hätte ihm eine geknallt? Das war so kurz davor. Da war der Rahmen dazwischen und der Rahmen war ziemlich aggressiv. Und meine, also, puh. Ich war hier noch nie aggressiv übrigens. Ramin war noch nie aggressiv im Haus. Ramin war noch nie irgendwas im Haus. Ich sag dir, wenn dann jemand vor dir steht so und sagt dann Madame, und dann sage ich, sag nicht Madame zu mir, und sie sagt Madame, dann sage ich nochmal Madame, dann drehe ich halt durch. Unsere Katie, so sympathisch wie ein Magen-Darm-Infekt. Und selbst bei dem kommt Gehaltvolleres raus. Der arme Icke, der freut sich jedenfalls jetzt schon so auf seine Delfintherapie nach der Sendung, wie Shanna gerade bei sich zu Hause über das, was wir hier sehen. Und Cassie fängt an. Was habt ihr eigentlich so als persönliche Gegenstände mitgenommen? Ein Herz aus Stein. Ein Herz aus Stein, können wir das gerade mal sehen? Ah, ein Herz aus Stein. Oder wie Misha sagen würde, naja, für Mütze. Glatze. Mütze. Glatze. Danach reicht's noch. Ich habe einen Orca-Wal. Deine Mama würde ich auch gerne mal sehen. Und, ja, sie sieht mir sehr ähnlich. Ja? Kurze blonde Haare. Simone, ich finde das gerade schon respektlos, ne? Ein bisschen von dir, dass ich gerade meine Gegenstände erzähle und du das ignorierst und einfach mit ihr anfängst zu reden. Ey, da hat die sich aufgeregt, wie respektlos ich wäre. Nein, das ist ja nur andauernd der Fall, liebe Simone. Sie unterbricht Katie tatsächlich öfters als eine durchschnittliche Bachelor-Kandidatin ihre Schullaufbahn. Und das heißt was. Okay, was macht Emmy da? Was labert der für eine Scheiße? Also, das sind meine Kochkünste. Wieso redet denn jetzt über Kochen? Du sollst nicht einfach... Woran erinnert mich das nur? Ich komme nicht drauf. Naja, also die oder der Klügere gibt halt nach. Aber das solltest du inzwischen wissen. Ja, ich schlaf draußen. Es zerrt auch an meinen Nerven. Ich habe so einen leichten Schlaf. Du schnarchst. Aber es liegt nicht nur an dir. Ist ja möglich, dass danach irgendwas noch ergeben kann. Es ist so unangenehm. Misha scheint von ihr so abhängig zu sein, wie sie von ihrem Botox. Immerhin können jetzt beide ihrer Sucht nicht nachkommen. Also zumindest bis 5 Minuten nach Adelas Auszug, wenn das Dr. Mang Notfallteam Hand anlegt. Meine Absicht ist halt, dass mehr gehen würde. Das habe ich ihr auch gesagt, aber von ihrer Absicht weiß ich halt nicht, wie das ist. Misha gibt Adela doch alles, was sie in Zukunft braucht. Einen Möbelpacker. Ich kann euch beruhigen, Misha ist nur so traurig, weil er vergessen hat, den Deckel seines Proteinpulvers richtig zuzumachen. Alter, man sieht deine... Ich muss aufpassen, diese Hose. Das ist totale Scheiße, die ist mir viel zu klein. Die Badehose ist zu klein. Dann ist es wahrscheinlich einfach Mishas. Emmy sieht hier mehr Eier als eine durchschnittliche Bauersuchtfrau-Kandidatin auf der Hofwache. Gut, es sei denn, der Hofvater ist doch auch anwesend. Jetzt habe ich schon das, weiß ich nicht, wie viel da heute gesehen. Es reicht mit euren Eiern. Emmy ist mit ihren Plastikbrüsten wirklich aufdringlicher als Oliver Pocher und der Wendler im RTL-Programm. Und sie verhält sich jetzt so kindisch wie Laura Müller, wenn sie mit dem Wendler über sprechen muss. Was? Ich habe mich schon so ein bisschen geschämt. Und genau so geht es uns seit Tag 1. Emmy will mit den Erfahrungen einfach genau das machen, was wir mit Udo gemacht haben, möglichst schnell vergessen. Okay, Bewohner des Waldes, schickt jemanden, der keine Angst davor hat, in die Höhe zu gehen, und jemanden, der gut fängt. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue unter dem Stress. Eine Sekunde. Katie meldet sich nicht freiwillig. Was kommt als nächstes? Vera Entwehen führt keine Menschen mehr vor. Nein! Ja, es geht nach unten, aber das kennt ihr doch alle von euren Karrieren. Hallo! 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 Bin ich denn schon gesichert? Du bist natürlich schon gesichert, um Gottes Willen. Wir wollen dich nicht verlieren. Okay, dann war vermutlich Katie Bam für Simones Sicherung verantwortlich, die hier einfach noch in der Luft rumhängt. Vorne sind die Löcher kleiner, hier hinten sind die Löcher größer. Jetzt wird's aber ein bisschen lächerlich. Wenn das jemand weiß, dann doch unsere Emmy. Simone macht's wirklich ganz gut. Aber Emmy geht hier auf dem Strich wie keine andere. Zu Boden! Jetzt! Jetzt!
Ich ist da unten für Kathy Kelly eingesprungen. Die Klamotten hat er sich von ihr geliehen und von Emmy offensichtlich die Implantate. Kathy Kelly konnte leider nicht mitmachen wegen akuter Wasserallergie. Oh, was ist da jetzt los? Oh, Sascha wurde ein bisschen nass. Was soll der Scheiß? Was soll das asozial? Ich bin geschminkt, Alter. Das Schloss konnte 14 Sterntaler einfangen. Der Wald brachte es nur auf 8. Haben wir vielleicht eine aktuelle Reaktion aus dem Penny, dass der Wald nominieren muss und dass damit vielleicht auch Kathy geht? Und es dürfen auch nur Bewohner des Waldes nominiert werden. Von meiner Seite Adela. Mach das. Werner, weil ich eh weiß, dass er nicht auf die Liste kommt. Werner? Simone. Adela. Kathy ist noch nicht nominiert. Alle sind genervt, aber keiner beendet das Ganze. Wir Zuschauer kennen das ja noch vom Dschungelcamp 2020. Bleibt für mich nur Cassie. Leider. Du meinst Kathy Bam? Ja. Ihr aus dem Wald seid damit angezählt. Und der Verstand der Zuschauer, wenn Werner heute wirklich gehen muss. Ich vermute, Simone ist einfach allergisch gegen Kathy. Also sag ich dir, ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber das muss man stoppen, wirklich. Also das ist zu viel. Wir bei der Nominierung von Werner. Und haben wir eine aktuelle Reaktion aus dem Wald, dass Kathy nicht nominiert ist? Die Zuschauer haben entschieden, dass du nicht mehr Teil ihres Märchens sein sollst. Wer ist jetzt hier gerade am meisten durch? Misha natürlich, denn Adela. Er hat mit seiner Nominierung von Werner indirekt Adela gekickt. Aber immerhin, eine freut sich. Adela ist Misha gleich los, bevor es noch unangenehmer wird. Bewohnerwald, ihr alle habt Sehnsüchte. Sucht euch einen Platz auf der Schlossmauer und malt eure größten Sehnsucht. Emmy überlegt natürlich direkt, was kann sie besser malen? Udos Genitalien oder halt doch Dr. Mann? Magst du noch nicht oder überlegst du noch? Ich kann nicht wissen, was ich male, bevor ich höre, was ich denke. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Jetzt sieht der Märchenwald halt aus wie der Schulhof an der Grundschule. Diese Scheine symbolisieren für mich ein kleines Vermögen, das ich durch meine Krankheit verspielt habe. Ich habe auch meine Liebe verspielt. Ganz ehrlich, Promi Big Brother ohne Werner und ohne Werners Geschichten, das wäre genauso wie Jotta ohne seine Tennissocken. Unvorstellbar. Ich habe zum einen das Haus meiner Familie gemalt, weil wer mich kennt, weiß, dass ich ein ganz großer Familienmensch bin. Misha fasst sich noch öfters an die, als Emmy dem Udo an die Weichteile gefasst hat. Und keiner von uns hätte geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Und die Trennung selbst war halt, weil ihr euch irgendwann die Luft raus ist oder was, mehr oder weniger. Das erzähle ich dir mal. Naja, Trennungsgründe gab es natürlich zwei. Der Familienausflug zum Tussauds ging eben gar nicht. Aber auch Michael hatte ein massives Problem. Das mag im Mund nichts haben. Holly die Weife. Und dann gab es diese Freitagabendshow. Die kannte mich gar nicht. So, ja, ich weiß gar nicht, wo die das hergeholt hat. Ja. So, jetzt sagst du den Namen. Barbara Schöneberger. Ach was, die Barbara. Liebe Grüße. Das ist sowieso die größte. Ich hätte sogar geraten. Und was genau hat Barbara Schöneberger eigentlich gesagt? Habt ihr mal den Madame vom Ballack gesehen? So, die sieht man ja nirgends. Ja, ist doch klar. Hast du Madame mal gesehen, wie die ausschaut? Die kannst du ja gar nirgends mit hinnehmen. Ja, Baby. Wie du da liegst. Wie auf so einem Cover von so einer Toy-Zeitschrift. Toy? Du willst du jetzt in die Vogue oder in den Playboy? Vogue? Vielleicht? Vogue ist nicht toll. Aber auf der Vogue liegt man doch nicht sich räkelnd auf dem Sofa. Ich wage es zu bezweifeln, dass Emmy überhaupt Vogue buchstabieren kann. Ein schöneres Symbolbild für den Schlussverkauf bei Emmy Penny kann es nicht geben. Billiger wird's auf gar keinen Fall. Playboy. Ja, siehste, also. Dann freu dich doch einfach. Und danach in die Vogue. Ich glaube nicht, dass die Vogue dich dann nimmt. Hä, bist du bescheuert? Ich glaube ja, Emmy kommt maximal aufs Cover vom Obi oder vom Bauhaus. Irgendwas mit Silikonarbeiten halt. Oh, schade, dass Hugh Hefner nicht mehr lebt. Es wäre deine Chance gewesen. Wer? Jemand anderes muss man dann auch nicht kennen, außer mich. Dein Gehirn ist Luft, ne? Aus dem Schloss und dem Wald tritt jeweils ein Mann an. Der Sieger des Duells gewinnt Nominierungsschutz. Oh mein Gott. Ach. Der Verlierer ist automatisch nominieren. Wer ist euer Duellant? Du wolltest doch gestern, let's go. Geh doch erstmal davon aus, dass du gewinnst. Ja, ich sehe dich da auch, ehrlich gesagt. Du kannst dich jetzt safen. Ja, ich mach's. Ramin und Sascha drängen ihn einfach genauso rein, wie Misha sich in seine viel zu engen Jeans. Es ist unfassbar. Icke und Aaron gehen zum Duell. Beide bekommen die Augen verbunden und müssen diesen Hocker hier finden. Verletzt euch bitte nicht! So zielstrebig ist sonst noch Patricia Blanco im Rewe, wenn es billig Prosecco im Angebot gibt und nur noch 3 Paletten im Laden stehen. So.
Das bedeutet, Aaron, du hast gewonnen. Du hast heute Nominierungsschutz. Ich habe verloren. Einfach schäbig. Das gehört sich nicht. Respektlos. Wir, weil es jetzt sein kann, dass die anderen auch noch Werner nominieren und eine der beiden Sieger gehen muss. Heute sehe ich echt nicht billig aus. Heute sehe ich echt billig aus. Natürlich, aber ist doch gut. Willst du doch. Wie billig ist das denn? Achtung, Verwechslungsgefahr. Emmy und Emma. Nur ein Buchstabe unterscheidet sich. Die Bedeutung dahinter könnte aber einfach nicht unterschiedlicher sein. Gibt's bei Emmy irgendwo unter den Brüsten eigentlich so eine Zurücksetzen-Funktion? Noch mehr von der Emmy-Show und wir Zuschauer so. Ich weiß nicht, was im Vertrag drin steht, in meinem Vertrag. Ich werde ihn durchlesen zu Hause und dann werde ich gucken, was ich machen kann. Weil das geht zu weit, was die macht. Sie eckert mit meiner Art super schnell an, aber ich will halt einfach immer nur eigentlich von allen gemocht werden. Du kannst halt Akzeptanz kannst du nicht erzwingen, sondern es geht nur. Es geht eigentlich immer nur um Authentizität. Und ganz offensichtlich nicht um Grammatik. Ike kann das Ganze hier als Sozialstunden direkt abrechnen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich finde mich authentisch. Also ich sehe mich zum Beispiel nicht als Fake. Ja. Ich sag jedem in die Fresse, was ich von der Person denke. Katie hält sich tatsächlich für authentisch. Ja, stimmt. Aber nur, wenn man sie in Relation mit der Liebe vom Wendler und Laura Müller sieht. Du bist manchmal einfach nur anstrengend. So. Das weißt du aber auch. Aber ich glaube, die Leute wollen dich sehen. Dich. Wenn Katie noch einmal hier einen auf Opferin macht, dann schicken wir jedes vorbei. Ich glaube eher, dass wir heute die homogenere Gruppe sind, weil drüben ja nicht ganz so eng miteinander sind, wie wir das hier heute waren. Also Katie ist hier, die anderen beiden Schwulen, nämlich Aaron und der Sascha, sind ja drüben. Ach so, eine Spielerfrau zählt also doppelt in Sachen Homosexualität? Ah, natürlich, klar. Es wird interessant, halt, wenn dann das erste Mal Emmy gegen Ike wird oder so. Dann wird's richtig interessant. Das müsste man mal organisieren. Emmy, weiß ich nicht, die... Und jemand, der 4, 5 Sprachen kann, der ist nicht dumm. Und warum genau streiten die sich jetzt hier nicht? Das darf nicht wahr sein. Alle Leute mit Rückenschmerzen sind so neidisch auf Katie. Sie wird nie wissen, wie sich das anfühlt, so ganz ohne Rückgrat. Ich glaube ihr einfach nicht, dass sie nicht weiß, was eitel bedeutet und so. Konservativ wusste sie auch nicht. Das kommt das von Konserve? Von konservieren, die ist nicht doof. Die ist nicht doof und sie macht bei Promi Big Brother mit. Das schließt sich doch eigentlich gegenseitig aus, oder? Heute nominiert ihr euch offen. Heute dürft ihr nur Männer nominieren. Aha, sie sollen da jetzt also hingehen und offen und direkt sein. Warum genau soll Katie jetzt hier ausgeschlossen werden? Nominieren dürft ihr deshalb heute ausschließlich Katie Bam. Ja, fertig. Es wäre so schön gewesen. So, ich nominiere Ramin. Ramin. Der Buchstabe A kommt auch erst im nächsten Jahr dran. Alle lästern und keiner nominiert Katie. Auf was genau ist heutzutage noch verlassen, neben Claudia Oberts-Pegel natürlich? Aber ich musste Papi nominieren, weil es tut mir mega leid, es ist nichts gegen dich persönlich, aber ich wollte halt auch keinen aus meinem Team nominieren. Nichts ist wichtiger als Loyalität für Katie, also für sich selbst natürlich. Ich habe mich für Katie entschieden. Ja! Respekt, ein ungewohnt lichter Moment. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht sein Haupthaar. Für Ramin entschieden. Habe ich dich nominiert, Ramin. Und deswegen blieb mir ja nur noch leider Sascha. Lieber Sascha. Mischa. Sascha. Wer Sascha anstatt Katie nominiert, der serviert auch Claudia Obert warmen Tee. Mich? Ja, weil wäre ich wahrscheinlich privat gewesen, wäre es nicht so gekommen, wie es gerade gekommen ist. Ich konnte nicht ehrlich sein. Das war mir zu viel Druck und das war alles viel zu schnell. Und ich hatte auch Angst, wie die Person reagiert, also... Hallo, Emmy? Du nominierst Katie nicht aus Angst vor Konfro? Ey, du Trash-Verweigerin. Hat Katie dich gewählt? Ja, hat mich auch etwas gewundert. Der hat uns vor ein paar Tagen noch gesagt, allein weil LGBT und Quote und für Gleichstellung und wir müssen zusammenhalten, würde er... Ach, krass. Selbst wenn er jemanden nicht mögen würde, erstmal... Aber das ist... So ein Freund wie Katie wünscht sich jeder... Für seine Feinde. Leider vertritt Katie halt auch noch die Matthias Manschapane, Jotta und Carina Spack Community Mobben für Fortgeschrittene. Und die sticht alles. Du musst das Märchenland jetzt verlassen. Sascha. Wer hat für Ramin angerufen? Seine Hunde haben einfach genauso wenig Bock auf ihn wie wir. Warum nominiert niemand Katie? Haben die alle Angst oder was? Schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Die ganze Folge mit der offenen Nominierung verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Klickt rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da. Uns keine 1000 mehr und wir sind 100.000. Supportet mich. Von mir gibt es dafür wie immer viel und guten Trash. Wenn euch mein Video gefallen hat,
Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier ging es so richtig schön ab. Das große Madame Gate. Simone und Katie zicken sich einfach richtig, richtig schön an. Klickt unbedingt rein. Und wenn ihr nicht genug bekommt, dann ist auch Kampf der Reality Stars was für euch, versprochen. Queen Georgina gibt alles. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.